diesen Menschen ist ihr Hab und Gut davon geschwommen bzw. hat sich mit Wasser und Öl vollgesaugt. Bis zum Schneefang ist die Garage unter Wasser gestanden. Das ist einfach katastrophal, gell? Also es war eine riesige Solidaritätswelle spürbar. Jeder hat das getan, was er tun hat können. Es gibt nichts, wo man sagt, man kann es nicht schaffen. Ihr Heim ist vielen Belastungen ausgesetzt. Wir zeigen Ihnen, dass es oft einfach ist, ein Gebäude vor Schaden zu bewahren. Fast jedes Jahr werden Menschen und Gebäude durch Hochwasser geschädigt. So auch beim Rekordhochwasser in Bayern 2013. Der Keller der Familie Hurm aus Deggendorf läuft innerhalb von einer Nacht komplett voll. Dann sind wir im Keller und haben Schöpfen angefangen. Rauskehren und schöpfen in den Pumpen zum Freien. Dann hatten wir also keinen Strom mehr. Man hat ja nichts mehr retten können. Es war alles zu spät. Die Gefriertruhe ist alles drin gewesen. Die ganze Einrichtung, alles unter Wasser. Das war momentan eigentlich das Schlimmste. Aber wie kann man sein Haus in hochwassergefährdeten Gebieten schützen? Der Keller, die größte Schwachstelle bei Hochwasser, lässt sich durchgängig als sogenannte weiße Wanne aus wasserundurchlässigem Stahlbeton gießen. Alternativ werden bei einer schwarzen Wanne Sohle und Kellerwände mit Kunststoff- oder Bitumenbahnen abgedichtet. Können sie nur nachträglich von innen aufgetragen werden, muss innerhalb des Kellers ein weiterer Betondruck installiert werden, damit die Folie dem Wasserdruck von außen standhält. Unsere Häuser sind ja 5 Reihenhäuser, die wurden alle in eine weiße Wanne gebaut. Und die weiße Wanne war dicht, also da kam kein Wasser rein, sondern es waren Reihen, die Fenster und die Türen, die Schwachstellen, also die Kellertüre und vor allem eben die Fenster. Vor allem bei den gefährdeten Kellerfenstern lässt sich aber relativ einfach vorsorgen. Üblicherweise werden die Fenster mit der Öffnungsrichtung nach innen eingebaut. Ein ganz einfaches Beispiel, um vielleicht ein bisschen mehr Sicherheit zu bekommen, wäre, die Fenster mit der Öffnungsrichtung nach außen einzubauen. Das hätte den Vorteil, dass beim Hochwasser der Flügel in die Dichtung schlagen würde und dadurch das Fenster länger dicht bleiben würde. Wasserdichte Fenster sind eine weitere Alternative. Eine kleine Abhilfe bieten auch Mauern vor Lichtschächten. Doch nicht nur durch Fenster gelangt Wasser ins Haus. Ist das öffentliche Abwassersystem durch ein Hochwasser überlastet, drückt Schmutzwasser vom Kanal Richtung Hausanschluss und tritt schlimmstenfalls an Abflüssen oder sanitären Anlagen im Keller aus. Ein Rückstauverschluss schafft hier Abhilfe. Er öffnet sich immer dann, wenn Abwasser vom Haus Richtung Kanal fließt. Ist das Kanalnetz überlastet und fließt Schmutzwasser in die Gegenrichtung, so schützt der Rückstauverschluss das Gebäude vor Schäden. Befindet sich eine Toilette im Kellergeschoss, ist mittlerweile ein Rückstauverschluss mit motorischer Verriegelung Vorschrift, damit im Falle von Feststoffen, die sich im Gerät befinden können, die Klappe sicher zugedrückt wird. Die Dämmstoffe in den Ziegelsteinen von Außenmauern verlieren durch Wasserkontakt oft an Dämmwirkung. Es gibt aber auch hier Lösungen, hochwassersicher zu bauen. Zum Beispiel eben mit solchen Steinen, die gefüllt sind mit Perlite, die in sich formstabil sind. Auch wenn sie jetzt um Hochwasser überflutet werden, bleiben sie in der Lage, wie sie jetzt sind. Der Tipp wäre auf alle Fälle, die Elektrohauptanschlüsse in das obere Stockwerk zu legen, dass die ganze Haustechnik eigentlich vom Wasser weg ist. Auslaufendes Öl aus aufgeschwemmten oder beschädigten Heizöltanks kann Baumaterialien ganz massiv schädigen. Deswegen sollte man in Hochwassergebieten grundsätzlich auf eine Ölheizung verzichten. Bei der Estrichkonstruktion wäre es wichtig, auf Styropor zu verzichten, weil Styropor, wenn das von außen mit Öl beaufschlagt wird, die Form verliert. Hier würde ich auf Styrodur ausweichen. Und bezüglich des Estriches an sich würde ich auf Gipsestrich verzichten, weil Gips einfach die Eigenschaft hat, bei Wasser zu quellen. Hier würde ich auf Zementestriche ausweichen. Sie können also einiges tun, um sich vor den Folgen des nächsten Hochwassers zu schützen.